Die Lage ist, dass die Inzidenzzahlen stagnieren oder sogar leicht steigen, dass sich die Virusvarianten weiter ausbreiten, dass sich wieder mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Das ist leider wieder Realität. Trotzdem haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundesregierung vorgestern vorsichtige Lockerungsschritte beschlossen. Wie passt das zusammen? Es ist das Ringen darum, die richtige Balance zu finden. Eine Balance zwischen dem Bedürfnis von uns allen nach mehr Normalität und der Notwendigkeit, gleichzeitig uns vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Wir gehen damit an die Grenzen dessen, was aus Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist. Gleichzeitig ist nach Monaten des Lockdowns klar, keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar.